Uhr morgens. Im Klassenzimmer herrscht noch Ruhe vor dem Welpensturm. Wir haben heute nur 6 Welpen. Der Paul ist krank. Oh nein. Er hat sich ein paar Milben eingefangen. Das ist doch ansteckend. Absolut, genau. Deswegen ist es doch gut, dass er nicht da ist. Dafür sind die Mitschüler pünktlich. Dackeldame Lotte kann es vor Freude kaum erwarten. Und auch Tierschutzhund Mengs drängt in das Klassenzimmer. Hier lernen 7 Welpen das Hunde-ABC. Hallo. Hallo. Und wie hat's mit den Hausaufgaben geklappt? Wir hatten beim letzten Mal einmal die Geschichte mit dem Platz auf Abstand, wenn ihr euch erinnert. Das hatten wir hier mit dieser Grenze aufgebaut. Letzte Woche haben die Welpen bei André Vogt gelernt, auf Abstand Platz zu machen. Mit dem Lehrer klappt's gut, aber sonst so? Könnt ihr das zu Hause mal machen? Hat das funktioniert? Ja, also wir probieren es regelmäßig und mittlerweile funktioniert es ganz okay. Okay heißt nicht direkt? Ja, mal mehr, mal weniger. Ich habe eher das Problem, dass sie sich ganz brav ablegt. Aber sobald ich sie belohne und auf sie zugehe, um ihr das Leckerchen zu geben, steht sie halt direkt wieder auf. Du gehst dann hin, bringst sie noch mal runter, wartest noch mal einen Moment oder gehst noch mal weg. Ja, vom Prinzip her wollen wir auf jeden Fall, dass wir das auf Abstand belohnen. Das ist die eigentliche Leistung. Klingt nach Weiterüben. Und wie läuft's bei den anderen Welpenschülern so mit Platz auf Abstand? Wir hatten ja beim letzten Mal einmal das Thema mit dem Platz auf Abstand trainiert. Konntet ihr das zu Hause mal trainieren? Klappt super. Decken. Decken. Ja, super. Besonders so in Zwischenräumen klappt das. Ne? Ja. Na, wenn man jetzt zum Beispiel die Hunde in der Küche hat und ist im Wohnzimmer und sagt Sitz. Klappt. Genau, alles klar. Ciao. Ciao. Mach's gut. Na, dann kann's ja losgehen mit dem heutigen Schultag. Ist ja fast so wie beim letzten Mal, wo die Besitzer noch dabei waren. Ja, funktioniert langsam richtig. Langsam fahren sie ein bisschen runter. Die Käthe braucht noch ein bisschen. Ja. Aber der Gustav macht's gut vor. Ja, gefällt mir gut. Sehr schön. Doch da fehlt doch noch jemand. Hallo. Hallo. Oh, bist du groß geworden? Tja, Sammy hat seit letzter Woche ja auch gut gefressen. Hallo. Hallöchen. Hi. Hey. Hallo. Hallo Sammy. Lecker. Sammy freut sich. Er ist total happy. Der ist halt gern mit anderen Hunden zusammen. Der liebt Hunde. Und klar, die sind jetzt auch zusammengewachsen halt. Der kennt die. Und der freut sich da drauf, ne? Ja. So haben wir das Gefühl halt, ne? Wie wir so, wenn wir Kumpels dann treffen. Dann können wir uns ganz kurz noch mal in Ruhe unterhalten, ne, wie es gelaufen ist. Wir hatten ja das Platz auf Abstand. Das habe ich euch ja letztes Mal noch mal gezeigt auch. Habt ihr das zu Hause mal trainiert? Und wenn ja, wie war's? Auf kürzere Distanzen geht es sehr gut, vor allem wenn sie uns noch sieht. Ja. Sobald es um die Ecke geht, bleibt sie 2-3 Sekunden da und kommt dann von selbst. Gamma, die alte Streberin. Als wenn das mit dem Platzmachen so eine Kunst wäre. Jetzt sind die Eltern aus dem Haus. Dann kann's ja endlich losgehen mit der Schule. Was wohl heute auf dem Stundenplan steht? Thema für heute, was ich mir vorgenommen habe, war auf jeden Fall das Alleinebleiben. Weil das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Da sollten wir jetzt langsam rangehen. Ich werde das jetzt auch hier gleich mal oben trainieren, denke ich. Ist es nicht so, dass die Lotte damit Probleme hatte? Dann kannst du doch die direkt nehmen. Genau, die haben das erzählt. Das bietet sich doch an. Ja, genau, mit dem Büro und so weiter. Denn während Mama im Obergeschoss arbeitet, muss Lotte immer öfter im Erdgeschoss bleiben. Ein Zustand, den die Dackeldame mit Weinen quittiert. Da Hunde ja wirklich sehr soziale Tiere sind und das in der Natur eigentlich auch so nicht vorkommt, ne, die Hunde sind ja wirklich da immer im Rudel, ist das ganz klar eine Sache, die man trainieren muss. Wenn ich das nicht mache, kann es mir passieren, dass der Hund Verlustangst hat bis hin zu Todesangst, weil er das Gefühl hat, man hat mich hier alleine gelassen, ich bin dem Tode geweiht. Und deswegen eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und da ist das Stichwort langsam trainieren. Also los geht's mit dem Alleinebleiben. Und zwar suche ich mir jetzt erstmal so eine kleine Grenze aus. Und das bietet sich hier super an. Wir haben hier eine wunderbare Grenze. Und zwar einmal zwischen Teppich und dem Holzboden hier. Dass Lotte weiß, okay, hier in dem Bereich darf sie sich aufhalten, darüber hinaus nicht. Ich gehe jetzt erstmal hier rüber. Und hey, in dem Moment, wo sie hier rüber kommt, korrigiere ich das einmal, stelle mich hier wieder hin. Wird bestimmt 2-3 Versuche dauern. Die 19 Wochen alte Lotte ist ungern allein. So, ich schaue sie jetzt nicht an, ne, das alte Thema. Das lassen wir gelten. Ne? Sie kommt in die Entspannung, legt sich hin, das korrigiere ich nicht. Ja? Ich versuche jetzt, indem ich sie vollkommen ignoriere, langsam zu steigern, bis ich hier wirklich auch den Raum komplett verlassen kann. Ja? Könnt ihr jetzt auch noch mal so ein bisschen Ablenkung mit ins Spiel bringen
um ihr einfach nur zu verdeutlichen, ich möchte jetzt gerade, dass da eine Grenze ist. Genau, sehr schön. Ich gehe jetzt mal raus. Und komme sofort wieder rein. Ja, und beobachte so ein bisschen aus dem Augenwinkel, was macht die Lotte? Wird die aufgeregt? Will die mich begrüßen? Jetzt werde ich anfangen, das Ganze zu steigern. Kleinschrittig. Ja, der Moment, wo ich wirklich weg bin, da wird bestimmt noch mal gleich ein bisschen Stress hochkommen. Und dann werde ich länger und länger wegbleiben. Damit wir ein Bild davon haben, wie das aussieht, haben wir Kameras deponiert. Da können wir gleich übers Handy ein bisschen schauen, was die Lotte hier oben so treibt. Ne? Und ich versuche dann, ja, das Stück für Stück einfach zeitlich zu steigern. Ganz wichtig in so einem Moment ist, ich schaue nicht noch mal zum Hund, damit löse ich Stress aus. Ja? Ich sage auch nicht tschö oder ich komme gleich wieder oder sei bitte brav, weil damit bringe ich den Hund ja schon in diesen Alleinbleib-Modus rein. Das will ich überhaupt nicht. Ich will ganz selbstverständlich durch die Tür gehen. Okay? Der kommt ja wohl hoffentlich gleich wieder. So, guck mal, Dana. Hier haben wir die Lotte. Benimmt sie sich? Ja, schauen wir jetzt mal. Hörst du? Die fiebt. Ja, genau. Sie fiebt ein bisschen, bleibt aber in der Begrenzung. Mhm. Ne, trotzdem ist das jetzt ein Moment, wo ich gleich hochgehen werde. Und dann werden wir erstmal nicht steigern. Ne? Denn das würde unnötigen Stress bei Lotte auslösen. So, und erst dann, wenn ich das Gefühl habe, die ist richtig entspannt, dann gehe ich hin, löse sie auf. Im Körbchen musste sie ja eigentlich nicht bleiben. Wir hatten ja diese Grenze hier. Trotzdem werde ich dann gleich von hier sie mal einladen zu kommen, auflösen. Lotte, ja komm mal her, ja fein, gut. Ne, ihr fragt sie noch mal an, darf ich wirklich kommen? Das klassische Begrenzen macht sie super, können wir uns ein bisschen freuen. Und das war jetzt schon mal ein super Anfang mit Lotte. Super, Lotte. Mensch, Gustav, du hast aber auch zugelegt. Meine Güte. So, Gustav ist der Nächste, mit dem wir das Alleinebleiben mal trainieren. Auch hier fange ich wieder erstmal mit der Grenze an. So, sobald er in der Begrenzung ist, kann er sich erstmal alles anschauen. Ich stelle mich auf die andere Seite der Grenze und warte, bis er kommt. Hey! So, dann fange ich gleich mal an. Oh, nee. Da habe ich dich doch gerade gelobt. Ich mache jetzt mal einen Versuch. Ich gehe einfach noch mal raus. Wirklich nur ganz kurz. Komm rein, schau nicht direkt auf den Hund. Das ist relativ schwer übrigens, ne, weil der Hund beobachtet einen ja, wenn man reinkommt. Das muss man sich wirklich klar machen. So, immer noch alles im grünen Bereich. Tipp nochmal, um das Training zu beginnen. Das ist natürlich ein guter Zeitpunkt, wenn mein Hund gerade richtig schön platt ist. Also nach einem längeren Spaziergang oder wenn ich mit dem Hund aktiv trainiert habe. Das ist gerade am Anfang eine super, super Vorbereitung für dieses Training. Ich gehe nochmal hoch und schau mal. Tja, Herr Lehrer, ich kann schon alleine bleiben. Und? Der Gustav ist richtig gut. Das ist unser kleiner Streber, glaube ich. Ja, hatte ich auch ein gutes Gefühl. Also der war auch sehr entspannt oben. Ah ja, das sieht doch gut aus. Ja. Okay, also beim Gustav läuft super. Wenn ich jetzt sehe, dass der Hund richtig entspannt ist, dann kann ich auch mal ein bisschen verlängern. Okay, ich gehe mal wieder hoch. Ja, super. Und dann wird getauscht. Gustav kann's. Gamma muss nun alleine bleiben. So, die nächste Kandidatin ist die Gamma. Los geht's. Hey. Ja, sie ist jetzt hier noch ein bisschen aufgeregt. Das heißt, ich warte jetzt noch einen Moment, bevor ich steigere. Ja, und guck mal, ob die Grenze auch wirklich sicher steht. Sehr schön. So, jetzt hat sie sich hingelegt. Ja, jetzt werden wir mal einmal raus und wieder reingehen. Ganz kurz noch. So, gerade, hey, hier beim Reinkommen merkt man jetzt, dass da der Stress kommt. Das heißt, kommt jemand rein, oh, den muss ich begrüßen, da muss ich guten Tag sagen. Jetzt kratzt sie sich auch. Ja, das ist so ein bisschen Stressabbau. Da merken wir, dass dieser Moment, also das Reinkommen durch die Tür, bei Gamma auf jeden Fall so ein Schlüsselmoment ist. Das heißt, den werde ich jetzt besonders oft trainieren, ne, bis das keine Reaktion mehr hervorruft. Auch wenn das im schlimmsten Fall einige Wochen dauern kann. So,
So, da haben wir immer noch Aufregung. Aufregung ist in den wenigsten Fällen gut bei Hunden. Ich möchte das immer verhindern. Wir wollen entspannte Hunde und wir wollen noch gerade das Alleinebleiben so aufbauen, dass wir völlig relaxte Hunde am Ende haben. Und deswegen ist da in dem Moment Aufregung mein Gegner. Ja, und solange ich die feststelle, kann ich nicht steigern, weil ansonsten würde auch die Aufregung nicht sinken. Na gut, dann eben ruhig bleiben. So, das war jetzt das erste Mal ohne Wedeln. Ja, also sehr schön. Geht doch. So. Und die Gamma. Bis jetzt sieht's gut aus. Ja. Da steht's auf. Okay, jetzt haben wir den Fall. Gamma ist zur Tür gelaufen, also hat die Grenze nicht eingehalten. Ist nicht dramatisch, aber jetzt gehe ich hoch, komm rein, wird sie korrigieren und zurückführen. Gamma ist die nervöseste Schülerin in der Klasse. Gamma, die testet das hier gerade richtig aus. Also das sind jetzt schon einige Versuche, das bin ich gar nicht gewohnt bei ihr. Gamma braucht einfach etwas mehr Zeit. Doch so langsam gewinnt das Boxermädchen Vertrauen. So, das sieht gut aus, liegt im Körbchen, hat sich ein bisschen runtergefahren. Wieder ein sehr schöner Moment, um das Ganze aufzulösen. Aber nochmal dran denken, nicht sofort, wenn man reingekommen ist. Wirklich nochmal ein Minütchen oder so vergehen lassen, dass diese ganze Ankunftsaufregung erstmal weg ist. Ja, und kann jetzt aus dieser Situation raus sie anschauen, hier runtergehen, sie einladen zu kommen. Ne? Kurz mal sagen, super. Aber auch hier wieder nicht zu viel. Alles gut. Und dann machen wir später weiter. Jetzt geht's ab zu den Klassenkameraden. Denn die warten schon brav in Reih und Glied.